So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors, letztes Mal haben wir die Blutmond-Mission gemacht und festgestellt, dass sie eigentlich einfach nur Geld bringt und sonst nichts. Also es wirkt jetzt nicht, als ob das zu den 100% gehört. Jetzt gehen wir halt einfach random mit irgendwelchen Missionen rein. Ne? Es sind ganz viele Mini-Missionen, die wir tun, erledigen müssen und so weiter. Ah, guck mal, da ist das verlorene Rezept. Gut gemacht. Das kann ich einmal abholen. Herzen plus 5 zu Beginn einer Schlacht. Einfach so. Okay. Also einfach so natürlich nicht. Man muss die Zutaten haben, aber... ohne Konsequenz. Oh, okay. Was ist das? Ah, Rabatt auf Waren. Her damit. Oh. Gut. Ich mag das, wie man eine Sache freischaltet und direkt kommt die nächste. Das ist schön. Das ist angenehm. Okay. Ja, gehen wir mal in die Mission hier rein. Lauernder Schrecken. Die darf ich nur mit Mifa spielen, offenbar. Okay. Schlachtinfos. Ah ja. Na gut, dann spielen wir sie mit Mifa. Ich bin gespannt, wann die Mission kommt, die Counter hast. Aber vielleicht werde ich es auch selber mitbekommen und fühlen. Wir wissen es nicht so genau. Hey, wo ist mein Roboter? Oh! Aus dem Startmenü ist jetzt Terrako auch verschwunden. Ich kann ja nicht mehr mit dem Roboter rumspringen. Das ist ja ein schönes Detail. Das ist ja ein schönes Detail. Okay. Gut. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob es Crocs gibt. Scheiße. Ich glaube aber nicht. Ich möchte nämlich in dieser riesigen Map keine Crocs suchen, to be honest. Besiege alle Wächter. 10 Minuten für 10 Wächter. Okay. Ah, da ist ja schon einer. Ah, ich mache immer die falschen Tasten. Ich hasse alles. Ja, das waren die Bomben. Die wollte ich nicht drücken. So. Okay, weg mit dir. Nummer 1 ist down. Sehr schön. Da oben ist bestimmt auch einer. Überall, wo halt die Gegnerhorden sind, schätze ich mal. Yo. Da ist auch ein bisschen Party. Aber diese andere Party, das machen wir mal so. Vielleicht erwische ich beide. Vielleicht erwische ich beide. Ich würde es mir wünschen. Naja. Ich habe beide erwischt, aber es hat nicht ganz gereicht, um sie beide zu erledigen. Aber es geht klar. Gar kein Problem. Au. Ach ja, ich habe in der letzten Mission mein Eis aufgebraucht. Naja, nicht ganz. Ich habe es noch ein bisschen. Aber ich sollte, wenn ich mal einem Eismarker über den Weg laufe, sollte ich mal fix einfach mein Eis aufladen. Au. So, weg mit dir. 3 von 10. 3 von 17? Was ist jetzt passiert? What the heck? Okay, jetzt sind einfach noch mehr Wächter aufgetaucht. Alles klar. Die gleiche Zeit, aber mehr Wächter. Okay. Ist in Ordnung. Ich kann aus der Luft, kann ich das nicht machen. Das ist immer kacke. Aua! So, jetzt aber.
Alter! Blödes Drecksding. Schnellangriff, Schnellangriff. So. Das nimmt die anderen nämlich auch mit. So, tschüss. Der ist noch komplett voll. Hey, da ist noch einer aufgetaucht. Jetzt kommen die alle hierher oder was? Okay. Au. So, diesmal aber. Und tschüss. 7 von 17. Okay. Weiter im Programm. Da unten sind auf jeden Fall wieder welche. Jo, einer. Also noch ist es einer. Wahrscheinlich, wenn ich ihn besiege, kommen gleich wieder 3 Millionen neue dazu. Nice. Den kriegen wir down, ohne das A einzusetzen. Sehr schön. Dann habe ich mein A nämlich noch zur Verfügung, falls die Kleinen kommen. Für eine Runde Wächter klatschen. 8 von 17. Okay, es sind nicht mehr geworden. Es sind nicht mehr geworden durch den. Einfach weiter im Programm. Und schön weiter A aufladen. So, da oben ist die andere Party. Da ist jetzt nur einer. Na gut. Aua. Oh mein Gott, Energie. Ich hab gar nicht richtig hingeschaut. Und tschüss. Und mein zweites A ist auch gleich da. Aber ich hätte gerade fast nicht auf die Energie geachtet, ne? Oh, das wäre kritisch geworden. Hier räumen wir einmal kurz auf. Und da oben sind zwei neue Wächter. Jetzt wäre es wieder schön, ich schaffe es so, dass die in einem Schwung sind. Kommt mal zusammen, Freunde. Kommt mal zusammen. Dass es nicht zusammenkommen. Io. Aua. Ja, so in etwa. Ich darf nicht verlieren. Ich gebe nicht auf. Nice. Ein Zornwächter ist jetzt aufgetaucht. Jetzt haben wir 10 von 18. Okay. Ausweichen. Oh boy. Elf von 18. Nano-Wächter taucht auf. Aua. Die Zeit könnte ein Problem werden.
Okay, weg mit dir. So, wohin? Ist die... Ah, da ist der Nächste. Ist mir natürlich recht, wenn die zu mir kommen. Die Zeit wird ein Problem. So, weg mit dir. Da kommt der Nächste. Du bist dann 14 von 18. So, auf zum Zornwächter, der muss da unten sein. Ah, ja! Na komm, dann machen wir jetzt mal den hier. Dann ist zwar mein A weg, aber ich habe zwei erledigt. Habe ich mir so gedacht. Wo ist er? Habe ich beide erwischt? Okay, auch in Ordnung. Ah, hier runter. Da muss der Zornwächter sein. Jo, da ist der Zornwächter. Ah, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Blöd, dass ich keine A-Attacke mehr habe. Aber der hat jetzt auch nicht so viel Energie. Und ich hoffe, in der Zwischenzeit kommt einer der Nanowächter noch hierher gelaufen. Sonst wird es kritisch. Weil sonst muss ich den irgendwo suchen. Na, und das wäre blöd. Das ist ein Nanowächter, der noch zusätzlich fehlt, neben dem Zornwächter. Und ich habe nur noch eine Minute Zeit. Na, ich hoffe, der kommt irgendwie hierher. Ja, er ist da! Und mein A ist gleich aufgeladen. Okay, ab dafür. Ab dafür. Junge, 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 Junge. Das ist der Letzte. Der Zornwächter muss noch liegen. Der Nanowächter hat gerade es zeitlich gesegnet, automatisch. So wie ich das wollte. Okay, nice. Das war's. Aber das war zeitlich böse knapp. Also das war zeitlich wirklich richtig böse knapp. 17 Sekunden übrig. Junge, Junge, Junge. Das ist ein... guter Hinweis darauf, was uns hier schwierigkeitstechnisch erwartet in diesen Missionen, die jetzt kommen. Junge, 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 Junge. Und ein Hinweis darauf, dass wir vielleicht unsere Charaktere noch etwas mehr leveln sollten. EP beim Kombinieren. Nice, nice, nice. Okay. Ja, und jetzt gibt es wieder einen Stein dazu. Einen Stein aus einer anderen Zeit. Und ich brauche mindestens noch 25. Das heißt, es kommen noch mindestens 25 Missionen. What? Hilfe? Wie? Wie viel kommt denn da noch? Das ist ja Wahnsinn. Die Frage ist halt, sollen wir dieses Endgame jetzt wirklich noch spielen? Ja, da kommt eine neue Mission. Dafür geht er jetzt hier. Ab dafür. Ein fantastisches Resultat. Und der Nächste taucht auf, na klar. Der braucht... Melonen, die kann ich kaufen. Die kann ich hier, genau hier kann ich die kaufen. Wasser!
Rosa! Melone! Oh! So, reicht leider nicht. Blöd. Okay, was ist da jetzt aufgetaucht? Achso, hätte es hier Crocs gegeben eigentlich? Nein, Gott sei Dank. Das wäre es jetzt noch gewesen, ne? Das wäre es jetzt noch gewesen. Hier gibt es auch keinen Croc und es bleibt Mipha. Level 64. Nur bestimmte Kämpfer. Aber kein Zeitlimit diesmal. Hier war Zeitlimit dabei, ne? Muss mit dabei stehen, ja, okay. Hier kein Zeitlimit, einfach durch. Sollen wir es mal probieren? Das Level ist halt krass, ne? Empfohlener Level 64, wir sind 66. Also da ist nicht viel möglich. Da bleibt nicht viel übrig. Wir probieren es mal aus. Wir probieren es mal aus, hätte ich gesagt. Dann haben wir heute zwei Mipha-Missionen gesehen. Zwei in einem Video. Oh Gott, Leute. Ich kann da jetzt nicht noch 50 Parts machen. Nur mit den Nebenmissionen, die zum Schluss kommen. Puh. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wie? Haltet aus, ich rette euch. Okay. Unterstütze das Zora, die Zora-Hauptmänner. Okay. Keine Zora-Haltung. Ich gebe nicht nach. Schluss. Dann unterstützen wir mal fleißig, hätte ich gesagt. Da gibt es erstmal lecker Essen. Zwei Eismoblins, aua. Ja, ist halt geil gegen drei gleichzeitig, ne? Aber der liegt gleich, der da liegt gleich. Und dann können wir einmal einen Schmetterangriff reinknallen. Und der trifft ja alle. Angenehm. Na, wollte ich nicht. War die falsche Taste. Ich hätte Attackenhagel machen wollen. Das war so natürlich nicht geplant. So, das war der erste. Ich wollte mein A nicht verschwenden, das war jetzt dumm. Aber hey, was soll's. Ist unser Blitz voll? Unser Blitz ist voll. Jetzt kommt nämlich ein Blitzmagier, aber dann brauchen wir den nicht. Aber wir können mal eben fix hier Bomben reinknallen. Wow, wirklich jetzt? Oh boy. Ich habe das Gefühl, das bringt gar nichts, wenn man es in einer Mission macht. Macht euch mal weg, Kollegen. So. Hier rein. Ja, hier sind auch wieder mehrere Moblins. Aber ich brauche einmal A, einmal A. Einmal A aufladen, dann kann ich da erstmal ordentlich reinzünden. Das wäre jetzt der Plan. Haben wir gleich, haben wir gleich, haben wir gleich. Okay, nice, 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 nice. Ab dafür. Das dürfte böse wehtun. Ja. Und gleich ein Schmetterangriff hinterher. Gleich ein Schmetterangriff hinterher. Nice. Sehr schön. Und das war der letzte erstmal an der Runde.
Okay, das haben wir schon mal. Wie geht's weiter? Ziemlich sicher in die Richtung. Link kämpft ganz alleine. Na, Link kommt klar. Also, Mifa, bitte. Unterstütze Link. Als ob Link nicht klarkommt. Der arme Link am Ende dieses Weges muss ganz alleine kämpfen mit seinem Masterschwert auf Level 3085. Oh nein. Gegen was muss er denn kämpfen? Gegen einen Verheerungs-Hinox. Der arme Link. Oh nein. Ja, gut, Zornhinox heißt das Ding. Er wird ja komplett auseinandergenommen. Wie können wir das nur zulassen? Ich darf nicht verlieren. Ich beschütze alles. Ich gehe weg. Gut, dann zeigen wir Link mal, wie man einen Zornhinox besiegt. Gar kein Problem. Alles easy. Das hat nicht hingehauen. Aber ist egal. Wir zünden erstmal die Moblins weg. So, und jetzt haben wir nämlich nur noch ihn übrig. Okay, die Mission war deutlich einfacher als die mit den Schwächtern gerade. Ich hatte echt Bedenken wegen des Levels und weil die Mächte-Mission gerade so böse war. Aber die Mission hier ist ja Pillepalle. Ab dafür. Hui! Zack! Sehr schön! Wir haben Link gerettet, juhu! Na, geht's dir gut, Link, Boy? Oh Mann. Okay, die ging schneller. Sehr, sehr gut, dass die schneller ging. Okay. 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 Zora-Rüstung. Wenn es wenigstens was bringen würde, die Kleidung. Aber die Kleidung ist nur Deko. Die bringt nichts. Nichts bringt die Kleidung. Vielleicht bringt sie später was. So in 3 Missionen bringt sie plötzlich was. Nee, keine Ahnung. Bisher habe ich nicht den Eindruck, dass die Kleidung jemals was bringen wird. Vor allem kann es ja nicht nur Link anziehen. Wenn die anderen wenigstens auch was anziehen könnten. Okay, keine Nachfolgemission. Gut. Machen wir noch eine Titanenmission, dass wir so ein bisschen Abwechslung haben. Immer zwei normale vielleicht und eine Titanenmission oder so. Dann hätten wir hier nämlich Varudanias Flammensturm. Ah, erstmal kaufen wir. Bevor ich das vergesse. So. Die war auch gerade gelb. Die hat gerade irgendwas Spezielles zum Verkauf, ne? Die ist gerade voll auf Diamanten. Also auf Steine allgemein ist die gerade voll drauf. Ja, nicht so krass. Ja gut, okay, der Diamant würde gerade 1250 bringen. Lassen wir mal. Sollten wir es mal brauchen. Ich habe ja im Moment, man muss ja auch die Diamanten leveln. Also nicht die, man muss ja mit den Diamanten auch Sachen freischalten. Deswegen verkaufe ich jetzt mal lieber nicht. Ein fantastisches Resultat. Das waren 5 Terrakotteile. Auch nice. Okay, keine Nachfolgemission. Geht sonst noch was gerade? Irgendwo was kaufen oder so? Nö. Gut. Ja, und dieser Blutmond, der bleibt einfach jetzt Blutmond. Ja, okay, meinetwegen. Gut, Varudania, auf geht's. Feuersturm. Auf in die Schlacht. Mit Varudania. Möge das Endgame beginnen. Oder das After-Credits-Game. Oder wie auch immer man das immer nennt.
Oh, Entschuldigung. Da kam plötzlich ein Gainer raus. So, muss ich einfach nur besiegen oder habe ich eine Mission? Einfach 4000 besiegen, okay, alles klar. Am besten ohne zu sterben. Ja, 1000 haben wir schon zusammen. Es kommen böse Wächter. Ah, okay, ich muss auf die Steine aufpassen. Auf die Steine muss ich böse aufpassen. Das macht immer böse Schaden, also... Ich frage mich auch, ob man irgendwann... Ah, boy. Ah, boy. Naja, das hätte besser laufen können. Ich frage mich, ob man irgendwann bei den Titanen auch eine zweite Spezialleiste bekommt, so wie bei den anderen Sachen. Das wäre cool. Aber ich glaube nicht so dran, um ehrlich zu sein. Weg mit euch. Böse. Böse Wächter, die mich angreifen. Weg mit euch. Ich will nicht mit euch spielen. Okay, da nach hinten muss ich auch noch. Nee, nicht noch mehr Wächter. Die kommen alle von da. Die kommen alle von da. Aber ich glaube, dann ist es ganz gut, wenn ich da hingehe. Weil dann können die nämlich hier gleich mal einen Abflug machen. Allerdings haben die es jetzt ein bisschen ungünstig um mich herum positioniert. Machen wir mal schnell den hier. Dann dürfte das die erledigen. Okay. Du machst auch einen Abflug. Da sind noch ganz viele Gegner. Ja, ihr macht auch mal einen Abflug. Dann haben wir gleich die 3000 voll. Und können hier wieder reinzünden. Weg, 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 weg. Alles weg. Da oben. Und da, naja. Das habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt. Ich glaube, da waren noch so viele Sachen im Weg. Ja, jetzt kommen die, wo ich mein A verbraucht habe. Ihr wollt mich doch foppen. Aber wir haben es gleich. Ein paar tausend noch. Tausend, Quatsch. Ein paar 20 noch. Nice. Easy. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das war in der Tat ein Flammensturm. Okay. Okay. Ja, die Titan-Missionen sind für gewöhnlich recht kurz. Man kann es jetzt dann zwar nicht schaffen, aber sie sind für gewöhnlich recht kurz. Kommt was nach? Nein, es bleibt erstmal ruhig. Sehr schön. Gut, Ski. Ja, sehr schön. Ja. Dann, würde ich sagen, schließen wir hier den Part ab, kaufen nochmal kurz ein. Okay, es gibt nichts zum Einkaufen. Alles, was uns fehlt, sind nicht Sachen, die wir kaufen können. Das ist einerseits gut, andererseits... Ach, guck mal, der Blutmund ist gewandert. Der Blutmund ist jetzt... Die Flucht ist jetzt der Blutmond, okay. Ich
frage mich gerade, wenn ich einfach nur die Mission spiele. Die geht doch eigentlich recht flott, oder? Leute, wir sammeln einfach jetzt mal schnell noch Geld. Was haltet ihr davon? Wir holen uns jetzt mal ganz fix noch ein bisschen Geld. So ein Ding ist das. Die Gegenmaßnahme. Erst wäre das sieb. Die Flucht geht ja richtig flott, wenn man einfach nur durchrennt. Also, prove me wrong. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen, ob ich falsch liege. Aber wenn wirklich schnelle Missionen mal kurz angezeigt werden, dann würde ich sagen, mache ich die tatsächlich einfach für Geld. Weil ich brauche ja sogar Geld auch für Sachen freischalten, ne? Oh, Tarako. Da warst du noch ganz. Ja, das war die Mission, die die Stimmung im Spiel verändert hat. Und zwar ins Positive. Da war es endlich mal ein bisschen emotionaler. Davor war es so ein bisschen, naja, hm. Aber die Mission war wirklich... fürs erste Mal, cool. So, auf geht's. Gleich schön ganz oft A aufladen. Dann können wir das ganz schön dann nutzen. Am Ende kommt ja dieser weiße Leune, ne? Also ich kämpfe jetzt hier bewusst einmal. Ich erobere jetzt auch ganz schnell die Geschichte, damit ich das A schon mal aufladen kann. Dann oben muss ich den Wächter dann besiegen. Die beiden Wächter beziehungsweise sogar. Die würde ich auch gerne mit einem A direkt einfach reinknallen. So, weg mit dir. Gut, das war's. Einmal hier. Abgesehen davon gibt's ja schöne Belohnungen, na, wenn man was erobert. Das kommt ja noch dazu. Kisten mit Geld. Jawohl. Und die Horden sind halt noch viel größer. Das heißt, du lädst dein A auch noch viel schneller auf. Also Blutmond-Missionen sind eigentlich cool, wenn es darum geht, einfach sich aufzuladen. Was Geld und so angeht. Na, das ist eine ganz schöne Geschichte. So, jetzt kann ich durchrennen. Auch an dem kann ich eigentlich einfach vorbeirennen. Ne? Der interessiert mich gar nicht. Das ist ja nicht so, dass der mich jetzt aufhalten würde. Ich muss ja nur nach oben in dieses Ding reinkommen. Das ist ja alles. Und auch der interessiert mich nicht. Und auch der interessiert mich nicht. Hier, das ist der einzige, den ich storytechnisch besiegen muss, damit es weitergeht. Und den ersten machen wir ohne die A-Attacke, den ersten machen wir einfach so. Weil der ja noch alleine ist. Und jetzt kommen zwei Wächter, die machen wir mit der A-Attacke. Dann geht es auch ganz fix hier. So, moin. Ja, so steht ihr perfekt. So steht ihr perfekt, meine Freunde. Oder wie Sidon sagen würde, gefällt's euch? Weg mit dir. Und du kannst auch schon nicht mehr laufen. Das tut mir aber leid. Weg mit dir. So. Und damit beginnt unsere Flucht. Stehe ich richtig? Stehe ich richtig? Stehe ich richtig? Nein. Ach man, ich lerne es nicht. Hier drüben ist es. Okay. Oben rechts ist es. Gut.
So. Jetzt sind wir schon hier. Um den müssen wir uns auch überhaupt nicht kümmern. Wir können einfach direkt hochrennen. Das ist das Coole. Wir müssen hier eigentlich gar nicht kämpfen. Wir können einfach hochlaufen. Au, au, aua. Einfach hochlaufen. Ciao. Ich bin dann mal weg. Oh, muss ich den besiegen? Da steht, besiege den Wächter. Ah, sonst geht das Tor nicht auf. Okay. Ich bin dann mal wieder unten. Scheiße. Okay, den besiegen wir fix. Ist in Ordnung. Merke ich mir, dass der relevant ist. Kann ich ja nicht wissen, dass das ein Schlüssel für die Tür ist. So. Abflug. Also ich hoffe, die Zeit ist es wert und ich bekomme wirklich ordentlich Rubine. Bei der einen Mission haben wir 1600 bekommen. Ach, noch einer. Ja, gut, okay. Ich heb die Aas jetzt auf für den Leunenkampf am Schluss. Brauchen wir jetzt hier keinen A einsetzen. Es würde zwar schneller gehen, ne? Aber es ist nicht notwendig insofern. Ciao. Wusch. So. Jetzt aber hier. Ab durch die Treppe. Ja, jetzt ist offen. Ich bin doch schon unterwegs. Wow. Hui. Einfach mal die Treppe hochschlittern. Wer kennt's nicht? Was? Impa! Aua. 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 Blöde Viecher. Aua. Ach, ist ja gut. Ich erledige dich kurz, weil du mir auf den Nerven gehst. Ist ja in Ordnung. Wenn du das so möchtest, dann machen wir das halt so. Hab ich kein Problem mit. Bitte gerne. Fühlst du dich jetzt besser? Ja? Okay, cool. Ah, das ist ganz praktisch, weil wir unser Eis eh aufladen müssen. Stimmt ja. Habe ich wieder vergessen. Machen wir den mal ganz kurz weg, den Kollegen hier. Nice. Gib mir all deine Eismagie. Kommt die jetzt von selbst? Ich glaube ja. Na? Oh, es ist sowieso schon voll. Habe ich es jetzt verpasst oder hat es jetzt wirklich sich aufge... Ist ja egal, scheiß drauf. Wir haben jedenfalls alles, was wir wollten. So, du interessierst mich auch nicht. Ich kann hier einfach durch. Da ist mein Leunenkampf. Der interessiert mich. Du bist der einzige Kampf, der mich noch interessiert. Danach haben wir's. Das ist wirklich eine schnelle Mission. 10 Minuten, dann ist man da durch.
Und nochmal. Aua. Ach Mann, dass man das nie trifft. Ach komm schon. Gut, das war's. Zack. Und ab durch die Gänge. Ja, die große Anzahl von Wächtern interessiert keine Sau mehr, weil wir jetzt einfach fliehen. Tschüss. Ha, ich hab's bis zum Tor geschafft. Muss man auch erstmal können. Und 1400, okay, sehr schön. Und natürlich ordentlich viele Waffen, vielleicht was Cooles dabei. Irgendwie hoher Verkaufswert oder EP-Verstärkung. Ja, ja, gib mir das. EP beim Kombinieren, nice. 250%. Wahrscheinlich schmeiß ich jetzt die falsche Waffe weg. Das wär's, ne? Okay. Du kannst weg. 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 Das ist die gefährliche. Die darf nicht weg. Okay, alles klar. Du weg. Jetzt ist es schon ausreichend. Sehr schön. Dann gehen wir gleich noch kombinieren. Nice! Sehr gut. Dann gehen wir noch schnell noch kombinieren und dann hören wir auf. Fantastico. Fantastico. So. Irgendwas zum Kaufen? Nö, okay. Jetzt gibt es auch gerade überhaupt keinen Blutmond mehr, ne? Jetzt ist gar keiner mehr da. Okay, alles klar. Gut. Das heißt, die tauchen auch nicht immer auf. Die sind einfach so komplett random. Jetzt haben wir einmal hier die Höchststufe für diese Waffe. Ab dafür. Und dann kombinieren wir eine Runde. Als erstes die Ding rein. Genau. Zack. Und dann hoffen wir einfach mal, dass die anderen Sachen... Dass es halt... Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen eine ordentliche Kombination, sodass er weitergeht als das, was wir jetzt hatten. Mal schauen. 1800 kostet es mittlerweile schon. Eieiei. Ja, auf geht's. Ja, war eine normale Kombination. Schade. Aber ist okay. Impa. Angriffsgeschwindigkeit plus 4%. Effekt von Heil-Items. Monsterteile plus 5. EP in der Schlacht plus 6. 4% Schaden bei vollen Herzen. 30% oder weniger Herzen. Attackenhagel plus 60% ist eigentlich auch nicht verkehrt. Ha. Machen wir mal Angriffsgeschwindigkeit. Und da ist mein EP-Booster. Und alles andere kann einfach so mit rein.
Ab dafür. Okay. Cool, cool, cool. Gut. Dann, entrosten haben wir nichts, ne? Schade. Dann sind wir soweit, dass wir den Part beenden können, würde ich sagen. Und die Aufnahme beende ich auch damit. Denke, wir haben uns einiges angeschaut. So läuft also dann der, ja, der Abschluss ab. Was hier noch so alles fehlt? Was fehlt hier jetzt eigentlich noch? Blauer Exalverschwanz. Einer noch. Ja, wow. Da hätte es nicht in der Mifa-Mission jetzt noch einen geben können. Naja, gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss.